this opera, which is really, for many reasons, is completely unique. I mean, I am particularly attracted to the content of the story. This incredibly intense psychological, rather mysterious story that requires real interpretation from a directing team. What is this? What has happened? What is going to happen? What is it about? And I think that Korngold, who with his father was also responsible under a nom de plume for the libretto, they didn't sign it with their own names, they made up a name, was somehow bringing together many themes of the zeitgeist. Of course, Freud, of course, he was living in Vienna, and you know, 1920, there was a lot of that in the air, but a lot of other things. And it's a really odd and quite a difficult piece for a whole company to bring about, because Korngold, you know, it's his first opera, and he's putting in all these huge resources of chorus and children's chorus and an enormous orchestra. You know, it doesn't even fit in the orchestra pit here. Erich Wolfgang Korngold ist dem meisten Zuschauern wahrscheinlich eher als, oder den meisten Menschen überhaupt wahrscheinlich eher erstmal als Filmmusikkomponist ein Begriff, weil er in der goldenen Anfangszeit des Hollywoods, von Hollywood in den 30er Jahren, einer der wichtigsten Begründer der modernen Filmmusik ist. Und wenn man heute John Williams hört oder auch frühere Filmmusikkomponisten oder so, vieles, was sie machen, steckte bei Korngold von Anfang an mit drin. At the end of the 20th century, as we remember, there was a movie about the sharks, where was the main theme like do 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 do, and we know that something danger comes out, and here's the same actually that it's so visual and so understandable audibly that perhaps he a lot of work on our emotions. He was so clever to make the instrumentation that because this poly, what I said, the polydynamic stuff, the main theme of going through the instruments like that, but you don't feel who started and who finishing, because he so delicate and so scrupulous. No, is this one of the English scrupulous, like very wrote all dynamics, so the horns disappeared in that time, comes out the trombone, which is complete, almost the same color, but different. Trombone fades out, comes out the celli, for example. Yeah? And this is not like one theme is playing by the one section. It's, yeah, it's going like a snake through the lines. And you, as a listener, you even feel that. And then this is what perhaps this what is our task. Yeah, just to be very clear and very precise what the master wrote in the music. Those two famous songs, which we can't call arias from the opera, is absolutely something very innocent, something very like a treasure, two treasures in those operas. And as we know, everything what is genial is very simple. And the song is one of the oldest genres that we know. It's one of the most clear genres to understand, because whole opera structure
is, oh my goodness, is very difficult and very hard. But suddenly comes out those two pearls, very bright and actually very easy to remember. Perhaps this was the idea of the Korngold, to make around those two beautiful songs something very difficult. The way in which Korngold has developed the story and composed the story is something way beyond. It's something, in fact, I'll tell you why I like this opera. It's something that only opera can do. Only opera can do what happens in the TOTE STADT, which is this, the way in which music gives life to intellectual statement. I mean, what you say is always comprehensive, it means something, but the music gives it such an other existence. It's really huge, the emotion of this piece, while never really being clear. You don't know who Paul is, you don't know who his wife Marie was, you don't know how she died. The piece is full of questions, unanswered questions, things you don't understand. And yet, through the musical narrative, you do come to an understanding. Korngolds Karriere begann schon in wahnsinnig jungen Jahren. Sein kommt aus einem sehr musikalischen Haushalt und sein Vater ist ein Rechtsanwalt, aber vor allen Dingen ein sehr berühmter Musikkritiker in Wien zu der Zeit bereits, der seinem Sohn natürlich zum Klavierunterricht, aber auch zum Musiktheorieunterricht schickt. Um sich des Talents seines Sohnes zu vergewissern, schickt sein Vater ihn zu niemand anderem als Gustav Mahler, um zu gucken, was der denn dazu zu sagen hat. Korngolds Vater verschickt dann im Privatdruck erste Kompositionen an befreundete Musiker, befreundete Kritiker, also genau in dem Umfeld, in dem er selber auch gearbeitet hat. Richard Strauss schreibt zum Beispiel über ihn, dass wenn ein Komponist mit so viel Talent in jungen Jahren den normalen Weg und die normale Entwicklung eines Komponisten weitergeht, dass ihm dann schon die Knie davor schlottern, was dann wohl in 10, 20 Jahren passiert. Interessant, dass Korngold gerade dann, als er richtig Erfolg hat, nämlich 10, 15 Jahre später, als erwachsener Mann, mit niemand anderem verglichen wird als Richard Strauss. Man hört nicht nur, was Strauss komponierte am Echoes, man hört aus, was Strauss komponieren wird später. Es ist crazy. Man hört Sachen, die noch nicht geschrieben sind von Strauss. This is a masterpiece. And in which age? Who can write the opera today? For a bit more than two hours in just like that. Die Oper ist dieses wahnsinniges Begegnis zwischen was intellektuell und konkret ist, Libretto, das können wir alle verstehen. Also ich meine, wenn man die Sprache spricht, in denen gesungen ist, aber man kann das verstehen. Und dann Music, Abstract, Emotion, unfassbar, man kann das nicht definieren und jeder hört das anders. If you close the eyes, the music is so visual. And as we know, for the listener, the 70% working with the eyes and just perhaps 30% with the ears. But he made that your eyes working for your ears. And that's amazing. Es gibt viele Sachen in der Libretto, die nicht zusammenhängen. Wer ist Paul? Er heißt Paul und wohnt seit langer Zeit in Brügge. Was macht er? Was hat er gemacht? Was war sein Beruf? Keine Ahnung. He becomes paranoid, he becomes schizophrenic, he becomes bipolar, exalted and incredibly depressed. He has all these different
contrasts in him that result in really conflicting behavior, and he is conflicted within himself. He creates doubles all the time, Marie, Marietta, but also himself. He takes the characters around him who help him, and then he forces them out of his life. Seine Frau Marie, diese geliebte, wahnsinnig geliebte, tote Frau, was hat sie gemacht? Das wissen wir nicht. Warum? Wieso denn ist sie tot? Was ist geschehen? Das wissen wir auch nicht. Brigitte, the very faithful housekeeper, who then he creates a situation where she leaves him because she cannot approve of his relationship with Marietta. Frank, der beste Freund, einer der besten Freunde von Paul, aber kennt fast nichts über ihn, hat nie ein Bild von seiner Frau gesehen, wüsste nichts, dass sie tot ist. Sein bester Freund, komisch. And then in the second act, he is becoming the rival to Paul. So these are all projections from Paul's mind. So a great deal of this is a fantasy that is in Paul's head, or what he sees. So from the beginning, this really is probably the most subjective opera ever written. Also es ist voller rätselhafte Sache, die machen ein unbequemes Atmosphäre, a kind of strange atmosphere. Ganz große Oper about love, but in a really weird way, what love is. Und man sieht diese Paul, der so von Liebe, but what sort of Liebe, was ist das? Eine enge Zusammenarbeit entwickelt sich für Korngold auch mit der Theaterlegende Max Reinhardt, mit dem er zusammen in Berlin auch erstmals arbeitet. Max Reinhardt geht wenig später nach Amerika, um dort auch Filme zu drehen. Und meldet sich Anfang der 30er Jahre bei Korngold, ob er eben nicht helfen möge bei einem Film nach Shakespeares Sommernachtstraum. Und Korngold erklärt sich bereit, die Schauspielmusik von Mendelssohn für den Film zu bearbeiten. Dieses Projekt, eher durch Zufall und durch die Freundschaft mit Max Reinhardt entstanden, wird quasi seine erste Filmmusik. We know what happened to Korngold when he was forced by the Nazis to leave. And he was, you know, he went to Los Angeles and became this incredible film composer, and he revolutionized the future of film composition. And it's interesting that you mention Hitchcock and Vertigo, which people have drawn a parallel to that story, although of course this book was written way before, because Korngold as a composer had a huge influence and continues to have a huge influence on many, many composers, not just film composers, but notably. And Bernard Herrmann, who wrote all that music for Hitchcock, I mean, you hear elements of that when you listen to this score, you think, oh my gosh, that sounds like Psycho, or that sounds like this. And he really influenced before he went on to write film music and win the Oscars that he did in Hollywood. In 2011 or 2012, something like that, I first time discovered the composer, the person, Eric Korngold. At that time, I also heard the first time that the TOTE STADT. I said for myself, this is opera what I want to stage, somewhere and sometime. A year ago, I worked in the Basel, and there was just premiere of the TOTE STADT, and I was, shame that I'm not conducting this performance. And then I met Barry, he offered the job, and then he said, perhaps you can start as a game day, you can start with a TOTE STADT. And I was, yeah, finally, this is the...
In diesem kurzen Zeitraum zwischen 1920 und 27, also zwischen der Toten Stadt und dem Wunder der Heliane, zählt Korngold eigentlich als Mittelpunkt einer modernen, spätromantisch geprägten Opernszene, eigentlich mit Richard Strauss, mit Franz Schreker und noch einigen anderen. Aber es ist sehr interessant, dass Korngold vor allen Dingen in diesem Zeitraum dazu zählt und nur wenig später, Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er, obwohl er weiter Opern komponiert, ein wenig an den Rand gedrängt wird und plötzlich eher zum alten Eisen gehört. Hinzu kommt die Machtübernahme der Nationalsozialisten, die sich ja dann auch wenig später auf Österreich stark auswirkt, gerade für einen jüdischstämmigen Komponisten wie Erich Wolfgang Korngold. Und jetzt kommt wieder der Ruf, in Hollywood zu arbeiten. Korngold verbringt 2-3 Winter in Kalifornien, um dort zu arbeiten. Und dann bekommt er das Angebot, Hauskomponist für Warner Brothers zu werden, was er daraufhin annimmt. Und dann setzt quasi die zweite Karriere dann auch im Exil mit seiner Familie ein, als großer Hollywood-Filmkomponist. Fünffacher Oscar-Nominierung und zweifacher Oscar-Gewinn unter anderem für Robin Hood und ein rastloses Leben. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg, erst 1947, widmet er sich erstmals wieder der absoluten Musik, außerhalb der ihn sehr beliebt und erfolgreich gemachten Filmmusik. Allerdings nicht mehr vergleichbar mit dem Erfolg, den er in den 20er Jahren hatte. Daher kommt es auch, dass durch diesen quasi erzwungenen Wechsel zur Filmmusik vieles von Korngold in Vergessenheit gerät. Und erst nach den 70er Jahren, als seine Werke in den USA wieder vom Neuen veröffentlicht werden, erst wiederentdeckt werden und jetzt seit den 90er Jahren auch auf der Bühne eine große Rolle zum Glück wieder spielen und man sich daran erinnert, dass Korngold nicht nur Filmkomponist war, sondern auch ein sehr guter und sehr beliebter Opernkomponist.